Hallo Martin. Hoi Werner. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt durch den StillerProtest. Ja. Unter anderem auch in Chur. Ist das nicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, frustrierend? Jetzt haben die so eins aufgebaut, eins noch am anderen und dann heisst es immer, darfst nicht. Sind es viele Leute oder warum? Also, für die Arbeit ist es frustrierend, nur muss ich sagen, haben wir ja alles richtig gemacht, oder? Wenn es plötzlich findet, ja, es funktioniert nicht, weil es zu viele Leute sind oder Menschen, dann zeigt das eigentlich einfach mehr, dass wir mittlerweile ein gewisses Druckmittel bekommen haben in der Bevölkerung und auch einen gewissen Sog, wo immer mehr und mehr Leute dazukommen. Oder? Wir haben ja angefangen mit rund 45 in Zürich damals und jetzt in Liestal sind wir etwas über 10'000 Menschen auf dem Platz. Das ist ja eine schöne Entwicklung innerhalb von einem halben Jahr und von dem her ist es nicht frustrierend. Ist einfach schade, aber nicht frustrierend. Was ich verrückt finde, ist, dass man sich voraussehen kann, um diese Zeit alles so anstecken mit einer tödlichen Pandemie. Das finde ich verrückt, das verstehe ich nicht. Verstehe ich heute noch nicht, aber da haben brutal viele Leute studiert für den Scheiß. Oder? Also, aber jetzt mal eine andere Frage. Rapperswil ist ja definitiv abgesagt worden, oder? Ist das richtig? Abgesagt nicht, sondern ist einfach nicht bewilligt worden. Wir müssen jetzt so sagen, am 27. Rapperswil, das ist jetzt da am also Samstag. 24. Entschuldigung, 24. Das ist nicht bewilligt worden. Das ist nicht bewilligt worden und durch das haben wir auch nicht irgendwie ein Rahmenprogramm und wir machen nichts vom Verein aus. Es ist, jeder Mensch soll mit dem gesunden Menschenverstand das machen, was er am Samstag am liebsten geht machen. Also ich denke, da gibt es Möglichkeiten, Kaffee, Plausch, den Zirkus Knie oder was auch immer dort aufgesagt. Also den Zirkus kannst du noch nicht gehen, aber zum Beispiel im Kinderzoo kannst du gehen. Den meine ich dort, wo die Elefanten und ja, Kinderzoo. Ja. Du kannst gehen, das Schloss anschauen, in den Rosengarten dort. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du zu Rapperswil machen kannst. Du kannst die Holzbrücke besuchen. Ganz unterschiedlich. Ich war das letzte Mal in Rapperswil vor 5-6 Jahren. Dort habe ich mir das, irgendwann sind wir so auf den See raus und wieder zurück und auf die Burg raus. Das ist ganz lässig, was für eine Aussicht dass man dort hat. Also, ist jederzeit eine Reise wert. Also, ich habe etwas gelesen, eventuell Ersatztermin oder so. Wie muss ich mir das vorstellen, dass es verschoben wird? Oder kannst du etwas dazu sagen? Darfst du etwas sagen? Ich kann dazu sagen, das Datum kann ich nicht sagen. Wir wollen eigentlich einfach daran festhalten, dass man dort etwas in einem normalen Rahmen kann machen mit einer Informationsveranstaltung, also so wie wir es immer gemacht haben, so in Liestal, mit Redner, einfach ein wirklich gutes Rahmenprogramm und das wollen wir noch durchführen und darum haben wir es immer noch in Gespräch wegen dem Datum. Also ja, jetzt sollte es eigentlich nächste Woche bekannt geben, ob das in Ordnung ist oder nicht. Und gibt es denn dort so eher eine Limite von den Leuten her? So, oder ist das also limitiert? Hat nicht mehr Platz oder so? Wie muss man das vorstellen? Weil momentan heisst es ja, man ist nicht bereit für so viele Leute. Wie muss man das vorstellen, wenn ihr so eine Bewilligung anfragen? Ja, also jetzt mit Rapperswil würden wir es so machen, dass wir irgendwie eine Obergrenze der Besucher würden machen. Ich denke, im Moment ist es wichtig, dass man die Botschaft, was Covid-19-Referendum wie auch das PMT-Referendum ist, dass man die Botschaften einfach rausbringt. Und es ist egal, wie viele Menschen das auf dem Platz stehen, hauptsächlich wir erreichen medial etwas und sonst etwas. Und ich denke, dann ist es auch gut, wenn es halt im kleineren Rahmen ist. Hauptsächlich es läuft etwas. Also in dem Fall für alle zusammen, die das Video hören, von euch, wie auch immer, tun das weiterteilen. Apropos Covid-Referendum, ein Haufen wissen nicht, nein. Warum nein? Man hat ja ein extra Referendum gemacht. Wieso soll man das jetzt ablehnen? Ja, weil die Fragestellung vom Bund halt wieder mal so ist, dass man auch nicht versäckeln kann. Ist ganz einfach. Eigentlich will man das nicht. Also, und dann hat man da rumgeschraubt oder so und jetzt muss man das auch noch ablehnen. Also, es ist jedes Mal. Es ist ein Wording. Ich habe mich gar nicht mit dem auseinandergesetzt. Erst, als ich mal gelesen habe, wie ist überhaupt der Abstimmungstext dazu? Welche Parolen ist jetzt effektiv? Habe ich mir mal überlegt. Ja, da kann man ja auch noch ein bisschen spielen mit diesen Worten, dass man die Leute ein bisschen in die Richtung drücken kann, die man gerne hätte. Ja, vor allem, was mir aufgefallen ist, so Aussagen wie Gelder gibt es nicht mehr und alles so Zeugs. Das verunsichert die Leute. Ja, jetzt habe ich erst ein Geld gekriegt. Oder ich kriege vielleicht noch irgendwann mal 100 Franken oder was auch immer. Und dann muss ich die noch zurückzahlen und habe eh nichts. Also das sind Sachen, ich komme mir da vor, wie erpresst vor. Entweder sagst du ja und dann kriegst du Geld und dafür hebst du den Mund und machst, was wir sagen, oder wir nehmen es dir weg. Aber dem ist ja nicht so, oder wenn man Nein sagt.
Nein, das Geld kannst du nicht einfach wegnehmen. Ich meine, man hat da hat es Parlamentsbeschlüsse, wo sagen, dass das Geld gesprochen ist in diesen Milliardenbetrag, die sie da ausgegeben haben. Und das ist, ich denke, das Gesetz ist mehr für die Zukunft, bis ins Jahr 2031. Und dann haben wir einfach alle halbe Jahre haben wir den Quatsch. Also, da sind wir halt noch ein bisschen länger auf Demos unterwegs und mal schauen, wie viele Menschen das wir am Schluss sind. Ich sehe schon, wenn es so weitergeht, werden wir zusammen alt. Ja, da haben wir wenigstens eine rechte Freizeitbeschäftigung. Ja gut, da gibt es auch Gescheites, als da eben so auf den Demos rum sein und so, oder? Aber ja, aber weißt du, wenn es mit diesen Massnahmen, die sie immer haben, ist ja das wirklich das Beste, dass man sich noch irgendwie in einem grösseren Stil kann treffen und unter Gleichgesinnten sein, oder? Ja. Also was ich muss sagen, ehrlich, seit dem ganzen Covid-Zeich, ich lerne Leute kennen, die ich vorher nie gedacht habe, dass ich sie kennenlerne. Die haben einen Haufen verloren. Die haben halt andere Meinung als ich, das ist auch okay. Aber von dem her gesehen, der Vorteil überwiegt schon. Hast du geht es dir anders, oder? Nein, da habe ich wirklich auch Menschen kennengelernt, wo ich gedacht habe, die sind völlig auf einem anderen Stern. Also wirklich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und auch sehr interessante Persönlichkeiten. Mhm. Also ich finde das noch recht eine interessante Zeit von dem her. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Hoffen wir, dass es besser kommt. In dem Fall, wie heißt es wieder? Telegram-Kanal, Stiller Protest. Genau. Und dann haben wir die Webseite www.stillerprotest.ch. Dort hat alle Infos für alle Demos, Veranstaltungen, die wir machen und so. Auf Facebook sind wir auch vertreten mit Stiller Protest. Also wir finden uns überall. Egal, Stiller Protest ist überall, ausser wo es laut ist. Genau. Uri sind wir nicht, dort war es laut, dort hat es einen Haufen Triechler gehabt. Ja, es ist halt einfach, ist auch mal schwierig, oder, als Verein irgendwo hinzugehen, wo es abgesagt ist oder nicht bewilligt. Da kannst du offiziell als Verein kannst du einfach nicht. Das geht nicht, das ist einfach, das ist gefährlich. Es ist eine Verantwortung, wenn du den Leuten sagst, auch gehen her, dann ist es noch irgendwie auch schwierig, um die Verantwortung zu tragen. Genau, ich will einfach nie schuld sein, dass irgendetwas passiert, wie wir gesagt haben, wir gehen. Bei dir stehen dafür ein, dass es bewilligt, das heisst auch, dass es, ich sage mal, wenn die Polizei dort ist, dann ist sie auch zum Schutz für Demonstranten da. Wenn irgendjemand Ärger macht, dann ist sie für euch zum Schutz da. Oder? Wenn es nicht bewilligt ist, dann kann eben etwas passieren, dass jemand ausflippt und Tränengas ins Gesicht haut. Und das ist dann das Verantwortung. Zum Beispiel in Wirstel haben wir ja da die kleinen Antifanten gehabt, die da um die Strasse ein bisschen umeinander geschraubt haben. Die Polizei hat geschaut, dass jetzt die einfach dort bleiben, wo sie bleiben müssen. Für das holt man eine Bewilligung ein, unter anderem. Und auch, dass man einfach Toleranz hat irgendwie und kann durchlaufen, ohne dass es grosses Theater gibt. Ja. Aber grundsätzlich, laut Bundesverfassung, braucht man keine Bewilligung, um auf die Straße zu gehen. Das ist einmal so. Aber als Verein sieht das alles ein bisschen anders aus. Wie ist das eigentlich im Allgemeinen? Zusammenarbeit so mit Behörden, wenn es darum geht, wenn ihr anruft, dann würden wir gerne bei euch eine Kundgebung machen. Man bringt euch unterdessen auch, oder? Wie ist da, ich sage mal, die erste Reaktion, wie ist die Zusammenarbeit so? Wie muss man das vorstellen? Das ist ganz unterschiedlich. Also in der Regel tun wir einfach das Gesuch ausfüllen, wo man von der Homepage herunterladen, einschicken und dann warten wir mal auf Reaktion. In letzter Zeit hat es sich ein bisschen eingeschlichen, dass Behörden lieber über die Medien kommunizieren, wie direkt mit dem Veranstalter. Es war in Rapperswil so gewesen, und das ist in Solothurn jetzt genau auch wieder so, dass man das Zeug, was entscheidet, über die Medien erfährt und nicht direkt. Also wegen der Stadt, wo ihr jetzt das Besuch eingegeben habt, kriegt ihr keine Antwort. Wir erfahren es dann immer so zu 20 Minuten, dass es abgesagt wurde. Also. Ja genau, also zum Beispiel jetzt Solothurn, das aktuelle Beispiel, wo wir am 28. oder 29. Mai eigentlich besuchen wollen, weil es ja auch eine schöne Stadt ist. Haben wir ein Gesuch eingereicht und gestern haben wir per Zufall einen Bericht auf Nau gesehen, dass dort der Stadtpräsident gefunden hat, dass wir keine Bewilligung bekommen. Wir haben aber bis jetzt noch keine Informationen von Solothurn, was effektiv Sache ist. Das wird momentan ein bisschen so gemacht. Die Frage ist einfach, wie zuverlässig ist das? Ich weiss es nicht, aber kann man diesen Bericht glauben? Also bei Rapperswil ist es auch so abgelaufen über die Medien, das Ganze. Haben wir es aus den Medien erfahren, also von dem her, ja, irgendein Vogel hat es nicht immer was gehabt, zwitschern. Ja. Da drücke ich euch die Daumen, dass es wieder ein bisschen vorwärts geht. Und eben, wie gesagt, Stillerprotest ist friedlich und wenn es laut ist, dann sind wir sowieso nicht dabei. Ja, das mit dem Laut, das ist immer so eine Sache oder mit dem Still. Stillerprotest heisst für uns einfach, wir machen das friedlich. Genau. Wenn Glocken kommen, dann kommen die Glocken und Das ist aber immer noch still.
Gut, in den Ohren nicht, aber friedlich. So. Friedlich ist still. Still ist für uns einfach mit friedlich. Ja. Das hat nichts mit Lautstärke oder so zu tun, sondern einfach friedlich. Okay. Okay. In dem Fall danke dir vielmals, dass wir uns noch nicht kurz können treffen können. Und danke dir. Ja, wir sind da. Wenn ihr auch Interesse habt, mehr Infos holen, stillerprotest.ch, in Telegram, stillerprotest, Facebook, stillerprotest. Instagram. Ja, dann haben wir es etwa. Twitter auch noch. Etwas. Twitter, ja. Irgendwo finden wir noch immer. Ha? Genau. In dem Fall. Herzlich willkommen. Einfach googeln. Google weiß alles. Jawohl. Ich habe immer gesagt, mir eine gefragt, wer weißt du das? Wer weißt du das? Also, ein kleiner Bub hat mich gefragt, wer weißt du das alles? Google und ich wissen alles. Und gesagt, wer ist der Google? Weißt du so? Die muss ja nicht mehr sagen, das ist der da, oder? Hat er selber anfangen eingeben. Dann ist man ihn nicht mehr gucken, fragen. Dafür ist er ein YouTube-Video anschauen, wie man irgendwelchen Scheiß machen kann, oder? Aber, ja, das ist halt normal. Ja, ja. Aber eben, Google und ich wissen alles. Ja, das ist doch gut. Das finden auch ihr. In dem Fall, danke dir vielmals. Danke. Wir sehen uns wieder. Ja. Tschüss, Werner. Schönen Abend. Tschüss.